Ja, liebe Freunde, es gibt nochmal ein Video vor Silvester. Freut euch. Yeah. Hier nochmals einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut und gesund drüben an. Wir sehen uns dann im 2023 wieder. Ich freue mich schon auf euch. Heute gibt's aber wieder News rund um Visendit. Und was soll ich sagen? Die geben einfach Gas, liebe Freunde. Die hören nicht auf. Die haben Meilensteine, pam, 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 erreicht. Und das ist richtig was Cooles. Mein Name ist SwissCryptoChain. Wenn du nichts über Visendit verpassen willst, dann hau jetzt auf den Abo-Button und bleibe unbedingt am Ball, denn nach dem Intro geht's gleich los. Ja, Freunde, ich hab's ja gesagt, die geben richtig Gas. Visendit ist einfach ein Schweizer Unternehmen, das hat einfach Power dahinter. Freue mich immer wieder, auch für die Leute, die auch investiert haben, ging es bisher sehr gut auf. Ich sage immer, im Bärenmarkt ein ICO zu eröffnen, ist natürlich immer ein gewagtes Spiel, aber im Endeffekt hast du nicht mehr die großen Downs wie eben alle anderen Altcoins. Und hier steckt wirklich auch ein sehr guter Use Case hinter. Ja, was wir hier sehen, es ist noch der alte oder respektive der neue, seht ihr jetzt exklusiv eigentlich gleich bei mir, ein neues Big Announcement, denn jetzt wird wahrgemacht, wo das überhaupt gelistet werden. Und das schauen wir uns nämlich jetzt kurz gemeinsam an, liebe Freunde. Dieses Video wurde mir exklusiv schon zugespielt, also ab die Post schauen wir uns gerade mal an. Big Announcements. Endlich dürfen wir es euch verraten. Visendit wurde von einer Tier-1-Exchange akzeptiert. Nach vielen Monaten harter Arbeit und Hingabe sind wir sehr stolz, euch mitteilen zu dürfen, dass Visendit auf... Gate.io gelistet wird. Ein weiterer starker Partner an unserer Seite. Lasst uns aus Big Data eine wirklich große Sache machen. Gemeinsam. Ihr könnt sicher sein, dies ist erst der Anfang einer unglaublichen Reise. Schnall dich an und werde Teil dieser Revolution. Ja, geil gemacht, Leute. Finde ich richtig geil. Gratulation an Visendit, erste T1-Exchange, nicht schlecht, ja, da haben viele andere schon versucht und das nicht geschafft. Finde ich super, herzliche Gratulation an diese Seite. Es geht aber Schlag auf Schlag weiter, liebe Freunde. Wir haben noch einiges, das dazu kommt, ja. Also eben, alle qualifizierten 10.000 Gewinner des Whitelisting ist übrigens Event heute zu Ende, am 30.12. Das heißt, alle die da gewonnen haben, kriegen eine E-Mail-Benachrichtigung. Dann haben wir ab 1.1.23 startet das Private Sale Vesting. Ja, auch das ist schon übermorgen soweit. Dann startet ebenfalls am 1.1. auch das Burning, was sie schon angekündigt haben. Und das über 2 Jahre werden monatlich 6 Millionen Tokens verbrannt. Das ist wirklich krank. Finde ich richtig cool. Das bedeutet dann eben, 7.1. wäre, wie wir es jetzt gesehen haben, auf Gate.io das erste Listing auf der Tier 1. Dann Staking-Plattform wird live gehen am 13.1. Also sie haben da richtig eine Roadmap aufgegleist. Am 14.01. findet dann das Listing auf xt.com statt. Auch da schon kleiner Vorab-Info, also schon die zweite Börse. 14.02. dann Valentinstag. Finales Snapshot für die Early VSI Tokenholder. Da jeder, der mitgemacht hat und die immer noch haltet, nicht auszahlt oder transferiert, der ist da automatisch qualifiziert. Ja, und dann ab Februar findet dann, ja, Visendit 3.0 Product Release statt, also mit dem ganzen
Ich gehe davon aus, dass es dann das Web 3 sein wird. Ich bin noch nicht ganz sicher. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich persönlich bin absoluter Fan. Ich nutze es mittlerweile übrigens auch nicht nur privat, sondern auch für mein Unternehmen, um große Dateien hin und her zu schieben. Funktioniert also einwandfrei. Und eben mit der Web3-Technik, Leute, ich freue mich richtig drauf. Das Staking, was kommen mag oder kommen wird, da freue ich mich dann auch drauf. Da haben wir ja schon ein bisschen Preview, ja, haben wir da schon, wie das aussehen wird mit dieser einfach schönen, coolen, freshen Art. Da sieht man die Hingabe, Bowie Sandit, ja, Copyright Identity, stimmt, blau ist im Hintergrund, es passt einfach. Es gibt ein White Paper, das funktioniert, es gibt Menschen, die da arbeiten, ich war da hinter den Kulissen, das Video könnt ihr gerne anschauen, findet ihr in der Playlist von We Sandit. Da haben wir mit allen gesprochen und das ist richtig spannend. Es wird nicht das letzte Video gewesen sein, wo ich mit ihnen gemacht habe. Auch da werde ich nochmal tiefer in die Materie einsteigen. Ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bei irgendwas unsicher seid zum Thema We Sandit, schreibt es hier unten in die Kommentare. Ich verspreche euch, ich werde das mit den Founders gemeinsam anschauen und prüfen, wo wir euch die Sicherheit zurückgeben können oder eben gegebenenfalls die offenen Fragen beantworten können. Mir gibt es aktuell nichts zu sagen. Es ist ein cooles, gutes Start oder ein guter Start ins neue Jahr mit We Sandit. Geht Schlag auf Schlag weiter. Wie gesagt, das Marketing haben sie perfekt im Griff. Die Technologie funktioniert. Ich benötige sie selbst und. Also es gibt nur positive News rund um We Sandit. Das im Bärenmarkt, liebe Freunde. Darf man nicht vergessen, jeder, der hier mitarbeiten will, hat die Möglichkeit, hier eben diese Token zu kaufen. Ich kann euch das gerne mal nochmal zeigen, aber findet ihr ebenfalls auch schon bei mir auf der Liste, in der Playlist, ohne weiteres. Also der aktuelle Preis pro We Sandit Token liegt bei 0,233 Cent. Also könnt ihr jederzeit hier über dieses Dashboard bestellen, kaufen und mit dem MetaMask anhängen. Alternative wäre dann auf PancakeSwap. So, mehr gibt es nicht zu sagen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und wir sehen uns im 2023. Tschüss zusammen.